Grüßt euch ganz herzlich. Jetzt habe ich die Idee, gerade ein Geburtstagsvideo zu machen. Hallo. Also vielen Dank für eure Grüße. Ich habe mal wieder so den Geburtstag verbracht wie früher. Und zwar, indem ich ihn eigentlich gar nicht so richtig feiere, sondern mir einfach nur einen schönen Tag mache. Und hier bin ich gerade an meiner Gartenhütte, meinem Garten und hatte gerade Besuch von meinem Ex-Freund, der mich hier in die Gegend gebracht hat. Ja, und wollte euch erzählen, was passiert ist. Man könnte es auch, also ich habe ja Jahre so gelebt, dass ich das Leben sich selbst habe kreieren lassen. Und ich sage immer, Universum kann das viel besser wie ich. Und heute habe ich das mir gegönnt, mal wieder so ähnlich zu machen wie früher. Und ja, dank eurer vielen lieben Grüße und Wünsche habe ich gedacht, jetzt erzähle ich euch davon. Guckt mal, wie schön das ist hier. Also jetzt gerade finde ich den Garten auch total toll. Also die Situation war, ich hatte diese Paletten da hinten im Auto seit Mittwoch, habe ich besorgt, um weitere Solarpaneelen aufzustellen. Und also wollte ich dann irgendwann mehr hierher bringen. Und es war gestern Nacht, war ich noch tanzen in Göttingen und habe erfahren, dass heute dort an der Leine, also der Fluss, der durch Göttingen fließt, ein Fest ist. Und dann bin ich dann heute hingefahren. Und es war ein Fest mit ganz vielen jungen Leuten. Und da gab es dann viele Sachen auf Spendenbasis, was ich ja auch total toll finde. Und es gab auch zu essen auf Spendenbasis ganz leckeren Curry. Und ja, hab ich mir gegönnt, war toll. Und es gab Kleider auch umsonst. Und es entsteht da jetzt auch eine Leihbar, so eine Art Platz, wo man Sachen ausleihen kann. Ganz frisch. Es gab Konzerte. Also es waren viele junge Leute da, richtig schön. Und ja, dann konnte ich auch für neue Lesungen meine Visitenkarten da lassen und das anbieten. Habe ja jetzt drei Lesungen hinter mir in Kassel und die waren alle sehr schön. Die Leute waren begeistert, es hat ihnen gefallen und das freut mich natürlich sehr. Also hier. Und ja, und danach wollte ich dann heute Abend zum Tanzen gehen an einen Ort und mein Garten lag sozusagen in der Mitte oder liegt in der Mitte. Ja, und dann hatte gerade mein Ex-Freund angerufen, und ich wollte ihn auch gerade fragen, ob er hierher kommen mag. Und dann haben wir die Paletten ausgeladen, also er hat sie sogar ausgeladen. Und ich hatte noch einen Kuchen gekauft und den haben wir dann hier zusammen gegessen. Und genau, und sonst habe ich noch einen interessanten Platz auch beim Kuchenkaufen entdeckt in Göttingen, den ich noch nicht kannte. Da bin ich mal eine ganz neue Straße lang gelaufen. Und da ist vielleicht auch die Möglichkeit, meine Lesung zu machen. Ja, und also ich wollte euch davon erzählen, weil mich das so beglückt und immer beglückt hat,
so wie ich so früher eben gelebt habe, jahrelang, in diesem Flow und so das Leben sich selbst kreieren zu lassen, ein Stück weit. Also immer zu gucken, so vom Moment zu Moment, vom Moment zu Moment, was ist jetzt am besten zu tun? Was wäre jetzt am besten zu tun? Genau so. Und das dann einfach umzusetzen. Und es macht so einen Spaß und so eine Freude und ja, und kommt auch zum Teil in Kontakt mit Leuten. Also ganz anders, wie wenn man alles durchplant. Und ich habe jahrelang versucht, ja, eigentlich auch anderen das zu ermöglichen, so zu leben, ein anderes System kreiert, eine Webseite dafür aufgebaut, die Another World Site und so. Und das hat alles nicht hingekommen. Ja, und dann, okay, jetzt sage ich mir, jetzt habe ich damit so ziemlich aufgehört. Und komme aber jetzt auch wieder dahin, es für mich selber einfach zu leben. Das, was mir Freude macht, was mich glücklich macht. Und das macht mich glücklich, wenn ich dann, ja, so vom einen zum anderen komme und irgendwie schöne Begegnungen habe und es alles so schön fließt, also im Flow ist, wie man sagt. Ganz, ganz wundervoll. Ja, das wollte ich mit euch teilen. Also mal richtig einfach ungeplant. Es einfach fließen lassen. Komplett. Und ja, jetzt packe ich hier ein und dann gehe ich noch tanzen. Juhu, und ich danke euch ganz, ganz herzlich für die ganzen vielen Wünsche und Grüße und Videos zu meinem Geburtstag. Ich bin sehr, sehr erfreut darüber. Vielen, vielen Dank. Und ja, weiß gar nicht, was ich euch noch sagen will. Alles Liebe. Ich wünsche euch auch alles Liebe und Gute zurück. Auch wenn es nicht euer Geburtstag heute ist. Ich bin übrigens 59 Jahre heute geworden. Okay, jetzt noch mal ich. Tschüss.